Beim Starten des CAS-Angebotes stehen Sie in der Regel auf dem Register Angebotsposten auf dem Bereich Preislistenposition im Bereich Mehr-Minderleistungen. Bevor wir uns die Möglichkeiten dieses Bereiches Preislistenposition ansehen, beachten Sie bitte, dass jeder einzelne Bereich und jedes einzelne Register über eine separate Hilfehinterlegung verfügt. Schauen wir uns einmal den oberen Bereich des Angebotes an. Über dem Hauptbildschirm sehen Sie die Namen und die Adresse Ihres Interessenten, links daneben den entsprechenden Planungsnamen inklusive des Datums aus dem Angebotstitel, den Sie im Moment bearbeiten. Beachten Sie bitte, dass Ihnen links oben der Name der Angebotsakte angezeigt wird. Diese Angebotsakte heißt deswegen Akte, weil sie zum einen aus mehreren Angeboten für unterschiedliche Teilbereiche des Hauses bestehen kann. Bei den meisten Firmen ist dies ein Angebot, welches alle Leistungen vom Keller über das Haus bis zum Kellerinnenausbau beinhaltet. Bei anderen Firmen können hier verschiedene Angebotsarten abgerufen werden, zum Beispiel ein Hausangebot, ein Kellerangebot, ein Kellerinnenausbauangebot etc. Wenn mit mehr als einer Angebotsart gearbeitet wird, dann können diese unterschiedlichen Angebotsarten innerhalb einer Akte über Plus mit Hinzufügen und Minus mit Entfernen vorgenommen werden. Beachten Sie bitte, dass Sie hier ein Angebot entsprechend kopieren. Was hat es jetzt mit dem Titel des Angebotes auf sich? Sie sind in der Lage, zum einen diesen Angebotstitel entsprechend textuell zu beschreiben bzw. zu verändern. Und zum Zweiten können Sie auch das Angebotsdatum, welches entsprechend im Angebot ausgewiesen werden wird, verändern. Beachten Sie bitte, dass so eine Angebotsakte aus verschiedenen Angeboten für einen und den gleichen Kunden bestehen kann. Das heißt also, wenn der Kunde zum Beispiel ein Alternativangebot wünscht, so können Sie einfach hier eine neue Version dieses Angebotes erzeugen. Beachten Sie bitte, dass Sie dies zu einem Zeitpunkt tun, wo die Einstellung, die Sie im linken Bereich, und zwar in allen Registern, hauptsächlich jedoch unter Angebotsposten vorgenommen haben, möglichst dem entsprechen, was Sie für die zweite oder dritte Version des Angebotes benötigen. Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, bevor Sie die mit dem Kunden über die Bedarfsanalyse ermittelten Details einstellen, eine zweite Angebotsversion zu erzeugen, genauso gut wie nachher, je nachdem, ob für diese Version die Einstellung, die Sie später noch vornehmen, Verwendung finden sollen oder nicht. Wenn Sie eine weitere Version erzeugen, kommt auch noch die Frage, ob das aktuelle Angebot vor dem Wechsel gespeichert werden soll. Das heißt also, dann werden die Einstellungen entsprechend, die Sie vorgenommen haben, gesichert. In der Regel sollten Sie das mit Ja beantworten und Sie sehen, Sie haben plötzlich hier die Versionsnummer 1 und 2. Sie sehen auch, dass dieser Wechsel permanent jederzeit möglich ist und dass Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, jetzt für den jeweilig gewählten Titel diesen entsprechend wieder zu verändern, beziehungsweise halt mit genau diesen Detailinformationen zu versehen, die Sie benötigen, um zu einem späteren Zeitpunkt auch noch zu wissen, was ist das, was Sie sich beim jeweiligen Angebot entsprechend gedacht haben. Beachten Sie also bitte immer, wenn Sie Bearbeitungen vornehmen, dass Sie, wenn Sie mit mehreren Angebotstiteln innerhalb einer Angebotsakte arbeiten, auch wirklich den richtigen Titel entsprechend ausgewählt haben. Beachten Sie, dass die Möglichkeit weiterer Titel anzulegen grundsätzlich immer nur beim letzten der vorhandenen möglich ist und auch immer dieser entsprechend als Kopiervorlage Verwendung findet. Der Bereich Preislistenpositionen unter Mehr-Minderleistungen gibt Ihnen Zugriff auf
die Preislistenpositionen, die Ihnen zur individuellen Erweiterung und Veränderung der Angebote innerhalb des CASs zur Verfügung gestellt werden. Beachten Sie bitte, dass der komplette Inhalt dieses Bereiches absolut firmenspezifisch ist. Beachten Sie bitte hierbei, dass bei den Preislistenpositionen Sie die Möglichkeit haben, über Positionen hinzufügen, das erste Mal überhaupt Preislistenpositionen in das Angebot zu inkludieren. Haben Sie schon einmal Preislistenpositionen zugeordnet, sehen Sie diese entsprechend in der Liste und haben dann die Möglichkeit, zusätzlich diese zu entfernen bzw. die Sortierung zu verändern und auch preislich einzugreifen. Wenn wir jetzt auf Positionen hinzufügen gehen, wird der Bereich Mehr-Minderleistungen eingeblendet, der Ihnen auch an anderen Stellen innerhalb des Angebotsprogrammes zur Verfügung steht. Beachten Sie bitte hier auch die separate Erläuterung. Sie haben verschiedene Bereiche der Mehr-Minderleistungen, die Sie einfach links oben entsprechend auswählen können. Je Bereich, den Sie ausgewählt haben, stehen Ihnen dann die entsprechenden Mehr-Minderleistungen in einer scrollbaren Liste zur Verfügung. Beachten Sie, dass diese teilweise mit, teilweise ohne Bild ausgeführt sind. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, im Feld Suchen nach zum Beispiel nach Begriffen zu suchen. Diese Suche geht automatisch über alle Kategorien hinweg und zeigt Ihnen dann noch einmal einen separaten Suchergebnisbereich an, der nach allen Ergebnissen und nach denen der Mehr-Minderleistungsbereiche entsprechend getrennt ist. Bedeutet also, Sie können dann über beide Varianten entsprechend operieren. Je nachdem, was Sie links anklicken, wird Ihnen rechts in der Liste angezeigt. Möchten Sie jetzt entsprechend diese Preislistenpositionen in das Angebot zusätzlich einbinden, so sind Sie einfach in der Lage, dies innerhalb einer einzelnen Preislistenposition einfach per Klick zu tun. Sie könnten hierbei auch in der Spalte Menge eine entsprechende Mengeneingabe vornehmen. Beachten Sie, dass gerade bei Positionen wie zum Beispiel Fliesen statt Parkett etc. solche Eingaben nötig sind. In der Regel immer dann, wenn die Einheit eben nicht Stück oder pauschal ist. Beachten Sie, dass wenn Sie Positionen zum Hinzufügen ausgewählt haben, Ihnen diese automatisch immer unten im Bereich Hinzufügen angezeigt werden. Sie können die einzelnen Preislistenpositionen, die jetzt hier entsprechend zusätzlich angeboten werden, Stück für Stück für Stück in allen Bereichen entsprechend dazunehmen, die nötigen Mengeneingaben machen und wenn Sie mit den Veränderungen entsprechend fertig sind, dann können Sie diesen Dialog einfach mit hinzufügen beenden und damit die in dem Falle 5 ausgewählten Preislistenpositionen dem Angebot hinzufügen. Beachten Sie bitte, dass, falls Sie sich für Abrechnen entscheiden, nichts hinzugefügt wird und damit auch die von Ihnen getätigte Auswahl inklusive der Mengeneingaben entsprechend verworfen wird. Mit Hinzufügen landen Sie automatisch wieder im Angebotsbereich. Sie sehen links im Bereich Mehr-Minderleistung bei Preislistenpositionen, dass jetzt 5 hinzugefügt sind. Sie sehen außerdem diese entsprechend in einer Listenreihenfolge, die der Zuordnung entspricht, und Sie haben die Möglichkeit, die Positionen hier einfach entsprechend anzuklicken. Beachten Sie, dass das für eine einzelne oder für mehrere geht und haben dann die Möglichkeit, die entsprechend ausgewählten Positionen bzw. die ausgewählte Position entsprechend nach oben und nach unten zu verschieben. Das heißt also, die Reihenfolge völlig individuell festzulegen. Neben der Möglichkeit, über das rote Minus eine Position, die Sie hinzugefügt haben, einfach wieder zu entfernen. Sie haben diese damit natürlich immer noch im Pool der möglichen Preislistenpositionen zur Verfügung. Können Sie ebenso über die Funktion markierte Position ohne Preis ausweisen, die Preisausweisung dieser Position entsprechend verhindern.
Beachten Sie bitte, dass Sie hierbei jedoch nur eins getan haben. Sie haben die Preisausweisung dieser Position verhindert. Das heißt also, in den Bereich Detaillierungen, und zwar dort in den Bereich Preislistenpositionen reingeschoben, soll heißen, die Position wird vorm Grundpreis ausgewiesen und der Preis, der eben nicht ausgewiesen wird, Sie sehen dies auch an der kursiven Schreibweise, wird auf den Grundpreis des Hauses draufgeschlagen. Beachten Sie bitte, dass wenn Sie in dieser Position sind, diese entsprechend wieder anklicken und sich wieder für die Preisausweisung entscheiden, damit diese Preislistenposition automatisch wieder innerhalb des Bereiches Preislistenpositionen bei Mehr- und Minderleistungen an der entsprechenden Stelle erscheint.